Hallo aus Anina. Heute sind wir in unserem Partnertierheim von Standpunkt Romania in Anina und machen mit euch einmal den Rundgang. Diesmal sieht es ein bisschen anders aus, weil wir ab morgen die Castra-Aktion haben. Und jetzt zeigen wir euch einmal das Tierheim. Ja, das ist der Hanki, der älteste Bewohner. Der ist knappe 19. Der steht auch nicht mehr zur Vermittlung. Der darf hier nur noch rumlaufen. Ja, wie gesagt, morgen ist hier Kastrationsaktion, deswegen ist hier alles aufgebaut. Und dann gehen wir erstmal oben lang. Ja, das Tierheim leitet Bettina, die ist nach Rumänien ausgewandert. Hier haben wir einmal in dem Komplex Außen- und Innenbereiche. So, und hier oben haben wir die großen Freiläufe, wo die Hunde dann natürlich auch sind. Da hat jeder seine Hütte. Ja. Fangen wir mal hinten an. Es sind meistens Vierer- oder Fünfergruppen. Ja. Ja. Du auch, ne? Ist natürlich für die Hunde sehr schön, weil die hier einfach viel Bewegung bekommen. Ist leider nicht in jedem Tierheim möglich oder umsetzbar. Ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Ja, hier ist momentan noch leer. Na ihr, Mäuschenjagen? Mäuschenjagen? Das ist der Lucky, der ist auch schon eine Ecke älter. Jetzt hast du es gerafft, ja? Ja, momentan leben hier 65 Hunde. Ein paar davon findet ihr dann halt auch bei uns auf der Seite oder auf der Homepage, die noch ein Zuhause suchen. Da haben wir die Lady. Das ist eine ganz tolle und liebe Hündin. Aber die hat sehr schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht, deswegen die leider mit Männern so gar nicht kompatibel. Da vorne ist die Ronja. Die ist schwer verliebt in die Mabel. Ich finde die ganz spannend, ne? Hi. Ja, die Ronja darf jetzt auch mit uns nach Deutschland kommen. Ja, da haben wir hier Mabel, die ist neu im Tierheim, die wurde auf der Straße ausgesetzt und ist dementsprechend noch sehr unzufrieden. Albusch. Das ist der Aaron, der Chef im Ring. Und die Gin. Gin. Ja, und auch der Spot wurde hier abgegeben, weil die Familie nach 12 Jahren ausgewandert ist und ihn jetzt nach 12 Jahren hier gelassen hat. Der braucht auch dringend ein Zuhause, weil der sich genauso unwohl hier fühlt. Ne, Tor? Ja, das ist der Tor. Ronja! Ronja! Hey! Ja! Ja, voilà! Ja, Lady, du sowieso, ne? Du bist die Beste. Ja, Lady übernimmt hier auch so eine Ziehmama-Funktion für einige Junghunde, so wie die Linda, die kommt auch gleich noch.
So, da unten geht es zu den Junghunden. Da wird es jetzt ein bisschen lauter. Ja, hier haben wir natürlich ein großes Hauptgebäude. Das ist auch nochmal ein Riesenvorteil zu unserem anderen Tierheim, was wir mit betreuen. So, die Jenna und die Lucy und der Benny, die dürfen auch mit nach Deutschland kommen. Ina und Tammy hier vorne suchen noch ein Zuhause. Dann haben wir hier die Mara, das ist ein Hütehundverschnitt. Und der Keno ebenfalls. Hey! Ja, dies sind unsere Schissbuchsen. Und die beiden Mädels haben einfach die falsche Rasse erwischt. Die dürfen leider nicht mit nach Deutschland. Haben wir's? So, dann gehen wir einmal rein. Jetzt wird's laut. Ah, hier nochmal. Hier haben wir einmal die Quarantäne. Da gehen wir gleich rein. So, hier haben wir einmal den Innenbereich. Na, ihr habt ja wieder schön alles dreckig gemacht. Der Vorteil ist, die Welpen lernen relativ schnell mit der Stubenreinheit. Die gehen dann halt nach draußen zum Pinkeln oder in der Regel gehen sie raus. Was machst du denn schon wieder draußen? Ja, das ist die kleine Rasselbande. Da kommen wir gleich einmal von der anderen Seite noch hin. Die Bonnie, die darf mit uns nach Deutschland. Und die Anka, die sucht noch ein Zuhause. Die ist auch erst 7 Monate alt. Ja, die beiden sind auch sehr ängstlich. So, dann gehen wir hier einmal, das ist die Futterkammer quasi, die Vorbereitung. Ja, Terry ist gerade noch in Quarantäne, die muss erstmal entwurmt und geimpft werden. Die darf hier aber ansonsten frei rumlaufen. Ja, das Hanky schläft auch hier drinne. Dann haben wir hier ein OP quasi für Notfälle. Und hier ist dann normalerweise der Aufenthaltsraum, aber morgen wird hier halt mit operiert. So, dann haben wir hier wieder den Außenbereich. Oh, Pandora hat was gefunden, was sie beschützen kann. Das ist nicht ganz so gut. Ja, die liebe Pandora, so süß wie sie aussieht, aber ist leider extrem bei Essen und Sachen, die man beschützen kann, schwierig. Da geht die dann auch mal auf andere Hunde. Ja, hier nochmal, ja, dort die Schissbuchsen, hier die Bonnie und die Anka. Pandora. Und da die ganze Rasselbande. Ja, der Leo. Und hier die Kara in braun-weiß und die Tinker in rot. Und die Skylar, die da hinten steht, die dürfen mit nach Deutschland. Die anderen 4 suchen noch eins, haben wir den Barney, den Kento, die Nima und die Xandra, die suchen noch ein Zuhause. Ne, Xandra? Ja. Ja, und hier noch mal ein paar, die ein bisschen schissiger sind. Ja, die Rasselbande, ne? Ja, ja. Ja, hier haben wir die Lisa, den Grogu und die Nelly. 2 von den Geschwistern von der Fünferbande sind schon in Deutschland. Die Nelly darf jetzt nächste Woche auch mit uns fahren. Und Lisa und Grogu warten noch auf ein Zuhause. Und da hinten liegt auch schon die Ziehmama Linda, die sich um alle kleinen Erziehungsmaßnahmen kümmert. Ja, Christa, die passt hier aufs Gelände auf. Na, Linda? Ja, nee, du bist für die Erziehung zuständig.
Du erst ziehst sie alle. Ne? Ja. Die sorgt für Recht und Ordnung in der Regel. Ja, auch hier ist schon alles vorbereitet für die Castra. Das ist Bettina, die Chefin. Und Cassie, der Wachhund.